Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Information. Moin. Tanken Sie zuerst Ihre 218 auf und machen Sie sich anschließend auf den Weg zum Einsatzort. Bringen Sie den liegen gebliebenen Zug hierher nach Willingen zurück. Ja, das werden wir tun. Das heißt, wir werden hier erstmal. Moin, Herr Kollege, einmal kurz und knapp Ihre Aufgabe. Tanken Sie bitte zügig die 218 auf, begeben Sie sich anschließend und noch viel zügiger mit Ihrem Zug Richtung Hattingen. Dort ist ein RE im Tunnel liegen geblieben. Schleppen Sie diesen hierher nach Willingen ab. Je schneller Sie diese Aufgabe meistern, umso geringer fällt das Chaos auf. Verlieren Sie keine Zeit. Ja, dann werden wir das mal tun. Wir sollen keine Zeit verlieren, hat man uns gerade ganz klar gesagt. So, vorne ist die Tankstelle. Stück fahren. Oh, naja, da müssen wir noch ein Stück vor. Noch nicht? Gibt's doch gar nicht. Endlich. So, getankt ist. Das heißt, wir werden weiter vorziehen.
So. So, auf geht's. So, Abschleppservice BR218 ist unterwegs. Hattinger Tunnel B, da steht der avarierte Regionalexpress, der auf uns wartet und
So, 80. So, 18:43 sollen wir da sein. Das heißt, noch gut Viertelstunde circa. So, Donau-Ischingen. So, volle Möhre. Schön. Bis Geschwindigkeit der 218 haben wir dann auch erreicht.
So, 17 Kilometer noch. Wunderschön, diese Formsignale. Wunderschön. Zack, da ging es runter. Die 218, die ist ja nicht nur eine perfekte Lok für ICs, ECs, Regionalexpresse und Güterzüge, sondern eben auch eine perfekte Schlepplok, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn zum Beispiel ein IC oder wie in diesem Fall ein Regionalexpress liegen bleibt und ist allround einsetzbar und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die 218. Und in diese Loks wirklich am allerbesten. So, ich glaube, ich habe aber gerade 50 gelesen. Ich mich nicht ganz täusche.
Oder auch nicht. Na doch, wollte ich doch sagen. Wir haben natürlich Priorität, ist ja klar. Ich hatte Freigabe. Ich hatte Freigabe. Das ist eine Schweinerei. Entschuldigung, aber das ist eine Schweinerei. Urteilt selber. Das war's erstmal von mir. Wenn es euch dieses Szenario bis dahin gefallen hat, macht wie immer einen Daumen nach oben. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Urteilt in den Kommentaren bitte selber, was ich falsch gemacht habe. Ich habe eine Freigabe gehabt. Ich habe extra vorher auf Tab gedrückt und bildet euch selber euer Urteil. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, servus und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer The Danny Spieters, bye bye.